Hallo meine dem hybriden zugewandten Alpsympathisanten und willkommen zurück bei einem kleinen Ründchen Elix. Ja, langsam gehen wir doch schon wieder dem Ende zu. Wir sind schon wieder recht gut durchgekommen, haben jetzt auch gar nicht mehr so viel. Ich würde sagen, wir werden es jetzt auch so einfach mal hintereinander wegmachen. Die Quest, wie gesagt, die liegt uns nicht. Das ist ja eine logische, wir sind ja jetzt ein logischer Charakter. Die Kaya, die wird niemals uns zustimmen, was wir tun, was wir machen. Aus diesem Grund ist es nicht gerade logisch, mit ihr eine Bindung einzugehen. Daher würde ich sagen, als erstes werden wir mal machen, wer bin ich? Da werden wir nochmal DACD besuchen. Also Dr. Adam Charles Dambas. Und der war ja unten in Edan, genau. Firmengelände und so weiter. Das Gute ist, man kennt die Quests ja nun schon auswendig, von daher geht das jetzt alles. So, jetzt haben wir wahrscheinlich hier nochmal ein paar Mutanten. So. Ja, langsam, aber sicher erreichen wir das Ende, auch hier. Ich bin wirklich, Entschuldigung, ganz groß gespannt, wie, wo, was passieren wird. Also, es ist ja schon wirklich interessant, wir haben jetzt einmal das Ende gehabt, wir zerstören ihn, das Ende gehabt, wir überarbeiten ihn. Und was ist denn jetzt los? Wo? Da hinten. Ah, okay. Boah, wir nehmen nur alle mit, was geht. Warum auch nicht? So, der letzte Schuss hat gesessen. Genau. Bin ja mal gespannt, was dies bewirkt dann. Was können wir damit machen? Wie stellt sich das Ende da? Da bin ich so richtig gespannt drauf. Und, ach genau, wir müssen auch noch die letzte Fähigkeit der Kleriker erlernen. Ich glaube, da sind wir jetzt ja so weit, ne? Warte mal. Intelligenz, genau. Intelligenz haben wir jetzt die 85, wodurch wir bei den Klerikern den letzten Punkt hier reinsetzen können. Und wir dann auch alle Fähigkeiten der Kleriker haben. Damit bin ich dann bei 98% von den Erfolgen her. Und da fehlt mir nur noch ein geheimer Erfolg. Ich habe einen Verdacht, welcher das sein könnte, aber müssen wir erstmal schauen. So, aber jetzt werden wir uns mal weiter hier um noch ein paar Mutanten kümmern, dass uns hier nicht mehr so viel überrascht. Und weg damit. Ach ja, es ist schon krass. Wenn du am Anfang noch richtig ja, gepustet hast, weil alles sehr heftig war, aber alles gar nicht so leicht war. Und jetzt rennen wir hier wirklich durch und denken uns, ja, war ja, ist schön, aber ist ein kleiner müde Lächeln, ein kleines müdes Lächeln mehr ist es gar nicht mehr. Ist dann schon ein Riesenunterschied, ne? Hier, warte mal, den Rottenmäusch, den nehmen wir als erstes weg und jetzt bist du dran. Du bist dann mal recht langsam. Warte mal, irgendwo habe ich noch einen gesehen. Da! Steht er da! Ja, ich versuche immer noch die emotionslose Schiene so ein bisschen zu machen, aber ihr merkt, das geht nicht. Da muss ich noch wesentlich mehr üben. Bin auch schon jetzt so ein bisschen mal schon am Hin und Her überlegen. Also, ich glaube, das werden jetzt noch knapp 3-4 Folgen werden. Dann freue ich mich auf das Ende, bin gespannt, was es wird, aber dann ist es leider auch zu Ende, dann geht es nicht mehr weiter. Weil wir dann, ich habe im Spiel dann alles gemacht, wirklich alles dann, wenn ich den einen geheimen Erfolg kriege. Ich hoffe, es ist das, was ich vermute. Und ihr habt dann auch so gut wie alles gesehen. Wir haben jetzt zwar nicht andauernd für alles von vorne angefangen, wir haben dann, bevor wir uns einer Gruppe angeschlossen haben, das gemacht. Aber ihr habt dann zumindest die Fraktion gesehen, ihr habt dann die Enden gesehen, das war für mich ganz wichtig. Und haben dann auch nochmal gesehen, wie das ist, wenn wir... Hier ist der noch irgendwo, oder? Oder sind die unten? Irgendwo höre ich den da. Und ihr habt dann gesehen, wie es ist, wenn man emotionskältewertmäßig anders antwortet, als wenn du natürlich total der Mensch bist und und ach du... ne? Da waren noch gerade zwei drin, oder? Waren da nicht gerade zwei drin? Uah.
waren doch gerade zwei drin, wenn ich das richtig gesehen habe. Ach so, hier war ein Toter oder was? Ach so, ist ja nur ein Toter. Ah! Ja, den habe ich gerade noch gesehen gehabt und deswegen wusste ich nicht. Wow. Ich unterschätze das gerade. Ich bin ein bisschen. Irgendwo rennen die doch gerade hier rum, oder? Das ist doof. Hallo. Irgendwo ist der doch. Irgendwo habe ich noch einen, aber ich glaube, der sitzt auch noch unten. Ja, ihr seht jetzt gerade nicht viel. Das ist immer doof hier, aber die meisten kennen das ja schon. Die meisten kennen das schon. Ein bisschen Licht kommt jetzt wieder rein. So, ich glaube mal, jetzt ist jetzt auch so alles weg. Gerade ist auch von der Grafik so ein bisschen komisch, aber egal. Gehen wir mal kurz runter, lassen Sie kurz quatschen, dann können wir ja weiterreden. Hier ist es. Es ist mir vorher nicht aufgefallen. Dieser Komplex ist dazu bebaut worden, um etwas vor der Außenwelt zu verbergen. Infinite Skies. Ein geheimes Forschungszentrum der alten Welt. Noch viele Jahre nach der Katastrophe durch den Meteor muss hier etwas unten geschlafen haben. Verkrochen, verborgen in seiner selbstgebauten Vorrichtung, um sich vor dem Einschlag zu schützen. Eine Art Maschine. Eine Rettungskapsel. Anfangs noch zerbrechlich und schwach. Doch es wurde stärker durch diese fremde Substanz, die es plötzlich durchströmte. Es gab dem Wesen Sicherheit, Stärke. Es nahm ihm sämtliche Ängste. Es mutierte, wurde zu etwas Höherem. Ein Halbgott unter den Mutanten. Je mehr es von diesem Elixier des Lebens einnahm, umso mehr wuchs in ihm der Drang, die Welt zu verändern. So verließ es sein Versteck und ging in den Norden. Magisch angezogen von dem Elixier, das sich dort mehrte. Dort ist es auch heute noch. Sein Hunger nach dem Elixier ist immer noch ungebrochen. Was war es, bevor es zum Überwesen wurde? Eine Pflanze? Ein Tier? Ein Mensch? Unsterblich, unerreichbar, übermächtig. Die Krone der Evolution. Er muss schon lange gewusst haben, was der Menschheit droht. Er kennt die Zukunft. Noch bis heute ist die Rettungskapsel und das alte Programm aktiv und ist unzertrennlich mit ihm verbunden. Gesichert mit einem Passwort des Namens, den seine menschliche Form einst trug. Dr. Adam Charles Dawkins. Jetzt kenne ich den Kurz und letzten Schock des Hybriden. Oh, neue Stufe. Ich sollte mir nicht mehr allzu viel Zeit lassen, um in den Eispalast zu kommen. Ja, ach, das kriegen wir schon hin, das kriegen wir schon hin. Geschicklichkeit 85, ja gut, da kommen wir jetzt, glaube ich, nicht mehr hin. Guck mal, weil wir jetzt hier sind, wir noch eine Menge Punkte entfernt. Wir können noch ein bisschen hineininvestieren. Ist ja nicht das Problem. Auf einmal kurz zu den Klerikern möchte ich. Ich will den Erfolg mir jetzt gerne abgreifen. Jetzt so, ich bin sonst eigentlich nicht so Erfolgsjäger, habe ich ja mal erzählt, MMOs und so mache ich das, habe ich das auch nie gemacht, habe ich auch jedes Event liegen lassen und so. Aber hier jetzt, bei so einem coolen Spiel eigentlich, was mir wirklich, wirklich viel Spaß jetzt gemacht hat die letzten Monate, es war ja wirklich ein tolles Spiel, ich glaube, wir kommen auf knapp 4 bis 5 Monate allein, was wir jetzt da, was ich da ja an Let's Play gemacht habe und so. Und es hat mir wirklich einfach richtig tierischen Spaß gemacht, so gut wie jede Ecke, jede Facette hier in dem Spiel zu erkunden. Du, pass mal auf, bring mir was bei. Bring mir etwas bei. Was möchtest du wissen? Ich hätte gern die Batterie. Und babam, Gläubiger. So, damit bin ich bei 98% von dem Erfolg her. Brauche ich nochmal Munition oder? Na komm, wir können mal Munition machen. Die können wir nochmal auffüllen. Wir haben ja wieder ein bisschen Sachen gefarmt. Die können wir verkaufen und kaufen uns das dann alles ein und bin ich jetzt so leider so ein bisschen gehypt. So, kennt ihr das? Ihr guckt gerne eine Serie.
Ihr findet die Serie so richtig cool, aber da passiert irgendwas Unerwartetes. Irgendwie einer der cooleren Nebencharaktere, ich bin ja immer so ein Fan von vielen Nebencharakteren, wenn die mir richtig sympathisch sind. Da ist irgendwie was und dann kommt so ein Schnitt und du weißt nicht mehr. Und dann setzen die 6, 7, 8, 9 Folgen, wird darüber nicht berichtet. Und du denkst, was ist denn nun jetzt? Das will ich doch endlich wissen. Und so bin ich jetzt gerade auch. Verkaufe mir etwas aus den Lagern. Ich zeige dir alles, was du mit deinem Rang kaufen darfst. Ich würde gerne das auf jeden Fall nämlich bis zum Ende spielen, so wie es ist, damit es auch ordentlich ist. Will aber auch unbedingt das Ende so ein bisschen sehen. Das ist so, zweischneidig die ganze Sache. So, pass mal auf, du hast Energiezellen, brauchen wir, genau. Dafür verkaufe ich dir hier, guck mal, kriegst du einen Hirnkleber, hier ein Auge eines Zyklopen, Trollherz, dunkles Leder, Innereien sind auch ganz schön viel wert, ne? 30 mal 45 ist schon, und hier hast du ja auch nochmal 30. Ah, kommst schon ein bisschen an Kohle ran, das ist, finde ich, gar nicht schlecht. Ja, so, da ist auf jeden Fall der Tipp von einem der Zuschauer gewesen, dass man auf Tier 3 auf jeden Fall so schnell wie möglich geht, dass du Praktika dir halt entweder holst oder als Kette dir besorgst, dass du dir jetzt auch den einen Perk machst mit dem Punkt immer. Das ist ganz wichtig. Damit du da auch ganz... ach ja, wobei, wir können auch hier einfach direkt runter. Wipp ganz schnell, ist nicht? So. Ach komm, ja, wieder 1000, das reicht. Müsste reichen. Ja, 1055 Schuss plus noch die 23, die wir drin haben, das geht. So, wir müssen jetzt als nächstes, das ist die Stimme des Elex, müssen wir noch machen, und der letzte Flug. Pass auf, wir machen mal den letzten Flug, da müssen wir jetzt hin, das will ich dann erledigt haben, damit wir danach nochmal eine Runde leider einige Alps ausschalten müssen, um halt unsere Position klar zu etablieren, um dann auch in den Eispalast hineinzukommen. So, Harley, pass mal auf. Hallo, Harley. Und, wie ist der Stand? Und, wie ist der Stand? Wir sind fast da, aber eben nur fast. Was genau brauchen wir noch, um den Gleiter startklar zu machen? Eine deiner linken Steuerdüsen hat einen Schlag abbekommen. Ich würde damit so keinen Start wagen. Es sei denn, du willst immer nur im Kreis fliegen. Du sagtest, die Reaktorspule ist in Eimer, und bitte drücke dich klarer aus. Am besten in Prozentangaben, damit kann ich ein bisschen mehr anfangen und diese Sachen logisch dann ersinnen. Du sagtest, die Reaktorspule ist im Eimer. Ja, verdammt. Das Ding hält keine 2 Kilometer mehr durch. Ich weiß, ich hätte sie schon früher auswechseln sollen. Sie hatte mir schon Probleme gemacht, als der Gleiter noch in Betrieb war. Wo sollen wir denn jetzt eine Reaktorspule X48 herkriegen, hä? Diese Dinger sind verdammt selten. Ist wahrscheinlich bei den Alps. Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Wie kommen wir an eine neue Steuerdüse? Diese Dinger sind schwer zu beschaffen. Der einzige Ort, wo ich so etwas vermuten würde, wären die technischen Sammellager der Alps in der Nähe des Eispalastes in Xarkor. Nur die Alps bauen diese Art von Gleiter. Gut zu wissen. Hier übrigens die neue Steuerdüse für den Gleiter. Ich hatte schon mal ein Abenteuer dort oben und habe sie gleich mitgenommen. Was auch natürlich logisch war. Hier, deine neue Steuerdüse für den Gleiter. Potzblitz, du bist ja ein Teufelskerl. Wie hast du das nur? Ach, vergiss es. Ich will es gar nicht wissen. Ich mache mich gleich an die Arbeit. Das ist gut. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Beeil dich mit der Fertigstellung des Gleiters. Ich muss zum Eispalast fliegen. Die Alps sammeln ihre Kräfte, um die freien Länder anzugreifen. Wir müssen ihnen zuvorkommen. Was denn? Ich hab das Ding fast so weit, das alles schon wieder... Und dann noch nach Xarkor. Kommt gar nicht in Frage. Vergiss nicht, die Hälfte von der Kiste gehört mir. Oh. Dann nenn mir deinen Preis. Nenn mir deinen Preis. Ach, so ist das. Dann ist das hier für dich nicht mehr als eine Auftragswerkstatt, ja? Na, dann kannst du die Kisten bis zum Rand gepackt mit Splittern schon mal hier hinstellen. Also 5000 müssten es schon sein. Wenn das alles ist. Meinetwegen. Wenn ich soweit bin, dann sollst du deinen Gleiter haben.
Gut. Aber vergiss nicht, mich vorher auszuzahlen, klar? Und noch was. Tu mir doch bitte nicht so, als wüsste ich nicht, wer du wirklich bist, okay? Ich habe schon eine Ahnung, was du vorhast. Muss ja nicht heißen, dass es mir gefällt. Aber egal. Bis wann muss der Gleiter einsatzbereit sein? Bevor ich zum Eispalast fliegen kann, gibt es noch ein paar Dinge, die erledigt werden müssen. Ach ja? Und was genau? Wir müssen uns jetzt gerade überlegen. Weiß er, was wir vorhaben? Oder wird er diese Vermutung nicht haben, sondern nur daran denken, dass wir die Bestie von Zarkor sind? Das ist jetzt gerade die Frage. Übrigens, wir geben dir schon mal deine 5000 Splitter. Hier sind deine 5000 Splitter. Okay, damit hätten wir das geklärt. Also abgemacht. Ich werde dir den Gleiter überlassen, wenn wir soweit sind. Gut. Dann werde ich jetzt mit Kaya erstmal die Mission angehen bei Thorald. Da steht sie. Hallo Kaya, pass mal auf, ich brauche deine Hilfe. Thorald braucht deine Hilfe. Thorald braucht deine Hilfe bei seinem Elix-Experiment. Ja, ich hatte schon so etwas befürchtet. Ich meine, wenn seine Theorien stimmen, könnte es den Alps mit einem Schlag die Kampfkraft nehmen. Grund genug, es zu versuchen. Sag Thorald, ich werde da sein, wenn er das Experiment startet. Okay, dann mitkommen. Mitkommen. Wenn du willst. Dann gehen wir jetzt mal zu Thorald und werden das Experiment angehen. Erstaunlich, dass das hier heute überhaupt noch da ist. Gut. Kein Tier in der Nähe, Sektor clear. Wir beeilen uns, werden mit Thorald jetzt besprechen die Lage und schauen, dass er da seinen Zauber wirkt. Hoffen wir, dass es daneben geht, weil es sonst an unser Elex geht. Das wäre nicht so gut. Hallo Thorald. Ich bin übrigens Kallax begegnet. Ich bin Kallax begegnet. Und? Hast du gefunden, was du suchtest? Mehr oder weniger. Sei froh, dass dieses Kapitel endlich abgeschlossen ist. Und du dich auf das Wesentliche konzentrieren kannst. Kaya hat sich bereit erklärt, dein Experiment zu unterstützen. Was wir gesagt hoffen, dass es misslingt, ansonsten müssen wir Thorald gleich ausschalten. Kaya hat sich bereit erklärt, dich bei deinem Experiment zu unterstützen. Das klingt gut. Wann kann ich damit rechnen? Das hängt von dir ab. In Ordnung. Wie steht es denn um deine mentale Verfassung? So etwas Großes habe ich noch nie versucht. Doch ich glaube daran, dass wir es schaffen können. Gut. Dann lass uns keine Zeit mehr verschwenden. Es ist alles bereit. Wir könnten sofort beginnen. Na, dann würde ich sagen, beginnt doch mit dem Experiment. Was fragt ihr mich denn da? Ihr seid die Magier. Dann beginne jetzt mit dem Experiment. So sei es. Ach ja, und du hältst dich besser im Hintergrund. Es könnte gefährlich werden. Dies war mir schon bewusst. Erinnert mich so ein bisschen an Gothic 2, wenn die wenn sie das Auge Innos wiederherstellen. So ein bisschen. Nur, dass es nicht so ausgegangen ist, sondern etwas harmonischer. Auf dich habe ich schon gewartet, Saturn. So mächtig scheint Thorald dann doch nun mal nicht zu sein. Also keine Gefahr für uns Alps. Thorald. Es ist vorbei. Ja. Ich bin gescheitert. Ich dachte, ich hätte alles bedacht und habe doch eine Sache übersehen. Da warst du wohl doch zu emotional. Von außen. Ich war einfach zu verblendet, um es zu sehen. Nun ist es zu spät. Ich brauche Wochen, um einen neuen Start zu versuchen. Zardom war zur richtigen Zeit am falschen Ort. Er störte unser magisches Gefüge, sodass wir die Balance verloren. Dieser Mistkerl. Naja, aber was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern verantwortlich gewesen wäre? Was wäre, wenn Zardom gar nicht für das Scheitern deines Experiments verantwortlich ist? Ich habe sonst keine andere Erklärung dafür.
Es sei denn... Es sei denn... Das Elex selbst wehrt sich gegen die vollständige Umwandlung. Doch das halte ich für unwahrscheinlich. Warum? Das würde ja bedeuten, dass es denkt und eine Absicht verfolgt. Das hieße, dass es sein eigenes Schicksal selbst bestimmt. Ich weigere mich, das zu glauben nach allem, was ich über das Elex je gelernt habe. Logisch wäre es. Du setzt jetzt nur emotional daran, dass du der Beste bist und alles weißt, obwohl du niemals alles wissen kannst. Aber übrigens, es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Es ist wahr. Kaya hat mit dem Elex gesprochen. Wie bitte? Was soll das denn heißen? Elex hat eine Art Bewusstsein und einen eigenen Willen. Kaya scheint ein Medium zu sein. Das Elex hat sich ihr offenbart. Wir wären gut beraten, wenn wir mehr darüber in Erfahrung bringen. Unsinn! Ich habe die Natur des Elex mehr als gründlich studiert. Was du da behauptest, ist unmöglich. Du bist lediglich Kayas weiblichen Reizen verfallen. Das ist alles. Doch ich gebe nichts auf das Gewäsch dieses Weibes. Du solltest das auch nicht. Und nun Schluss damit. Ich will kein Wort mehr darüber hören. Dies ist deine Sache. Kaya ist verschwunden. Was wirst du nun tun? Das können wir beim nächsten Mal nochmal mit ihm klären. Ich habe jetzt gerade nicht das Interesse. Wir müssen jetzt etwas angehen, was sinnvoller ist. Wir werden jetzt die Alp-Commander ausschalten, damit wir uns vorbereiten können auf den Sturm, auf die Eisfester. Ich muss nochmal gucken, vom logischen Schritt her. Da kommen wir von außen. Hier könnten wir von innen hinein. Und hier hätten wir den Weg über die Brücke da rein. Hier rum könnte man leichter angreifen vom Schneepass aus. Wir werden vom Schneepass aus angreifen. Achso. Oh. Okay, dich nehme ich doch mit. Vielleicht können wir doch noch mal ein bisschen reines Elex gebrauchen. Wir müssen dann schauen, dass wir so schnell wie möglich diejenigen ausselektieren, welche den Flammenwerfer als Bewaffnung haben, damit sie uns nicht mehr gefährlich werden können. Die anderen können wir dann, naja, als zweitrangiges Ziel einstufen. Aber das kriegen wir schon hin. Dies ist keine Problematik für uns. Das haben wir hier schon mehrfach bewiesen. Zumal wir dann auch, ich glaube uns ein bisschen, ich glaube nicht, ich weiß es, wir werden uns ein bisschen auf den Zauber der Kleriker gleich verlassen. Wir werden uns dann aufstärken. Das ist aber hier ganz schön viel Getier. Wir schalten jetzt einfach alles aus. Haben dafür noch mal ein paar Trophäen. Wir müssen unsere 5000er Ausgabe wieder reinholen. Finde ich aber auch schon witzig, war, dass du, wenn du emotionslos da rangehst, dass du so viel sozusagen dafür bezahlen musst. Hä? War hier nicht gerade eben noch ein Vieh gewesen? Ach da! Ja, jetzt habe ich mich emotional ablenken lassen, weil ich es belustigend fand. Aber trotzdem... Oh, guck mal, nochmal eine neue Stufe. Also stufentechnisch steigen wir wirklich mehr als fix auf. So, Geschicklichkeit. Wunderschön, bringt uns nicht viel. Aber wir sind auch so schon. Ich muss sagen, wenn du wirklich synthetisch bist, Kleriker gewählt hast, Energiewaffen nutzt, dann bist du wirklich eine reine Kampfmaschine. Das, was wir hier verursachen an Damage, das liefert uns keiner. So, den Loot holen wir dann noch. Wir müssen jetzt gucken, dass wir nach und nach die alle ausschalten. Und zwar so schnell wie möglich. Wir werden, glaube ich, aber den Feuermodus jetzt ändern. Insbesondere, wenn wir auf kleine Targets jetzt gehen. Ah, guck mal.
Wir wären niemals da vorbeigerollt. Ja, ich habe ihn schon gesehen. Sobald der einmal loslegt, bist du am Hintern. Das ist so unlogisch. Vom Treffverhalten her. Das ist nicht normal. Das ist... Was? So ein Schwachsinn. Der Flammenwerfer hat niemals so eine Feuerreichstärke. Alter. Das ist sowas, was ich immer dann ein bisschen hasse, wenn eine Bewaffnung, die im Endeffekt gar nicht ansatzweise so wäre, auf einmal so raushaut. So, jetzt reicht's. Ich gehe das wieder mit nach meinem Maßstab an. So. Sag halt, der ist besser. So. Die Dreier-Salve finde ich doch persönlich besser. Damit kann ich wesentlich besser umgehen. Gut. Ich habe jetzt auch gleich den Zauber eingesetzt. Das war ziemlich dumm von mir, den Zauber vorher nicht einzusetzen. Aber da war ich doch eher emotional, weil ich so einen unlogischen Schluss gefolgert habe. Dass ich das mit dem Einzelschuss und ohne den Zauber... Aber dennoch muss ich sagen, wie gesagt, die Stun-Waffen sind von der Salve eigentlich, soweit ich weiß, anders eingestellt. Also beim Raketenwerfer dauert es ja auch immer eine Weile, bis du den wieder richtig abknallen kannst. Und auch bei den anderen Sachen eigentlich. Aber na gut, und der Flammenwerfer, das weiß ich von früher noch, der hat auch eine recht langsame Schusssequenz. So, einer ist schon mal tot. So, zweiter ist auch schon mal tot. Ihr werdet auch gleich sterben. Hä? Also ich weiß, dass ich sie treffe, aber die kriegen kaum Schaden gerade. Weil ich glaube, leicht außer Range bin. Haben wir gleich. Bin noch zu oft hin und her geschwenkt mit dem Fadenkreuz. Ich merke, als ich wieder ein Momentchen nicht gespielt habe, die Tage auch ein bisschen länger waren, da merkt man das Alter auch so langsam, dass ich da ziemlich nachlasse dann. Man hat es gemerkt, da ist nicht nur rein im Spiel, es liegt auch an meiner Spielweise so ein bisschen gerade. Dadurch, dass ich nicht ganz wach mehr bin und dass ich auch so ein bisschen überheblicher drüber kam und es auch nicht berechnet habe. Und da hätte ich ein bisschen aufpassen müssen. Ich bin beim Fahnenkreuz immer recht viel hin und her. Statt versuchen, wirklich konsequent da drauf zu ziehen. Siehst du, dann geht es schon besser. Erst schießen und dann bewegen. Oh, das ist ja gut aus, hier. Was hier? So. Siehst du, dann geht das Ganze, denke ich schon. Na, man muss schon ein bisschen mitgucken. Ja, da habe ich so ab und zu, ja, wo ich ein bisschen überheblich bin. Aber das habe ich, es ist so ein kleiner Charakterzug von mir manchmal an, wenn ich mir irgendeiner Sache doch schon arg sicher bin und dann mir denke, ja, yeah, jetzt und so. Wir gehen mal an die Stelle. Warum auch immer der hier gerade ist. Was? Die kämpfen da?
Habe ich damals hier nicht aufgeräumt? So, sehen wir wenigstens ein bisschen Action. Den würde ich jetzt gerne noch mitnehmen. Den anderen können wir ja beim nächsten Mal dann machen. Die anderen, ich glaube, zwei oder drei sind es noch. Können wir dann alle beim nächsten Mal angehen. Das ist jetzt nicht so schlimm. Dann haben wir aber auch einiges hier ein bisschen erledigt. Und da bin ich ja mal gespannt, was waren das andere dann noch? Wir hatten jetzt dann nicht mehr viel gehabt, ne? Also das löst sich dann doch langsam dann jetzt auf. Wichtig ist, dass ich die ein bisschen nach hinten ziehe. Schnell, 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 schnell. Sehr gut. Problem ist, ich sehe gerade nicht viel. Schöner Headshot. Ha! Ja, es geht doch. Es geht. Muss nur ein bisschen aufpassen, sich ein bisschen anstrengen und dann kriegt man das schon gehandelt. Ha! Mensch, wir haben jetzt erst Januar, ey. Es dauert noch mehr als noch knapp 2 Monate und dann kommt erst Elex 2 raus. Ich bin schon so, ich habe totale Erwartungen daran, so ein bisschen. Also ich bin nicht, ich habe jetzt keine Übererwartung daran. Der Piranha ist ja dennoch kein großes Studio nun mal, das darf man nicht vergessen. Aber dennoch hoffe ich, dass sie da nochmal ein schönes Spiel wie dieses hier hinzimmern, dass sie sich jetzt da nicht zu sehr haben beeinflussen lassen von vielen Aussagen, was man anders machen könnte, wie allein jetzt beim Kampfsystem gesehen und dass das einen schlechten Einfluss hat. Das hoffe ich einfach nicht, ist da? Oh. So, du bist schon mal tot. So, ohne Probleme. Sehr gut. Das kriegen wir doch hin ohne Probleme. Genau. Da ist so ein kleinen Ticken Angst, dass sie sich da haben zu arg dann beeinflussen lassen, weil viele dann herumgemeckert haben. Klar, das Kampfsystem ist kein hundertprozentiges tolles. Da gibt es einige Fehler, aber die hätte man einfach, glaube ich, nur ausmerzen können ein bisschen. Man hätte dann auch so genügend gehabt, wodurch es dann toll ist. Hä? Wo kommst du jetzt her? Aber jetzt haben sie ja, glaube ich, das System komplett umgeändert. Ich kann es nicht genauer sagen. Ich lese es nur ab und zu, wenn mal in den Kommentaren das jemand erwähnt oder wenn ich so Zufall das mal dann doch sehe. Ich versuche es aber immer wegzuklicken. Ich will wirklich so gut wie gar nicht mich spoilern lassen. Ich möchte das Ding komplett komplett hineingehen, da drin aufgehen und mich freuen und machen und tun und alles entdecken. Habe aber auch schon eine Sache gelesen, die mich interessiert. Das werde ich dann aber ansprechen, die Planung, wie es dann weitergeht. Wenn das Let's Play, dann sag ich mir, die letzte Folge dann ausgestrahlt wird. Boah, wo kommst du denn her? Das verstehe ich die aber DKI jetzt hier gar nicht schon wieder. Ich habe den da noch nichts gemacht mit dem Hybriden. Ihr könnt doch noch nicht alle auf mich schon sauer sein. Genau. Das werden wir dann alles in der Folge besprechen, wenn dann die letzte Folge ausgestrahlt wird, wie dann die Planung weitergeht, was dann noch folgt, was dann noch kommt und so weiter. Jetzt haben wir erstmal, wir haben jetzt die Hälfte der Kommande ausgeschaltet. Die anderen drei stehen noch offen. Die werden wir jetzt dann am Südpass demnächst, werden wir die dann auch noch ausschalten in der nächsten Folge. Und ich glaube, dann sind wir soweit. Genau, dann holen wir noch Kaya ab. Und dann sind wir eigentlich so weit, dass wir sagen können, wir sind fertig. Machen den Angriff auf Zagor. Und im Anschluss danach gucken wir mal, was der Hybrid dann uns sagt. Also da bin ich ja wirklich gespannt drauf. Vielleicht ist es ja wirklich dann mal so, dass dann mal ich sage, schalte den Hybrid noch, sondern der Hybrid sagt, schalte mir Thorald, Logan, alle wichtigen Leute halt aus. Und dann klack, 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 machst du sowas zum Beispiel. Da bin ich gespannt. Werden wir mal schauen und werden wir mal gucken. So, jetzt bedanke ich mich natürlich erstmal fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr mal ein Kommi, Like oder vielleicht auch ein Abo dalassen. Und ansonsten würden wir uns in der nächsten Folge wiedersehen. Ich wünsche euch einen angenehmen Tag, Abend oder Morgen. Je nachdem, wann ihr euch die Folge angeschaut habt. Und alles erdenklich Gute bis dahin. Ciao.